Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge von Dawn of Man, heute hier am Samstag auf Microhazard TV. Ich bin der Eiswinger und begrüße euch wie immer ganz herzlich hier bei uns zurück. So, wie ihr sehen könnt, ist unsere Siedlung ja in der Zwischenzeit doch schon relativ imposant, wäre etwas das falsche Wort, aber immerhin kann sich sehen lassen. Sagen wir es so, kann sich sehen lassen. Wir haben ausschließlich nur noch die Hütten, ja, bis zum Haus kann man später auch noch machen, aber verbessere auch Gemeinschaftshaus, das geht später auch noch, aber alles nur noch richtige Lehmhütten. Wir haben noch Lehmlager, wir haben hier ein Steinlager. Hier haben wir einen Weber, einen Ausstatter, das dritte Lagerfeuer ist in Arbeit. Hier wird Wasser geholt am Brunnen. Das Einzige, was noch so heute technisch ist, ist der Handwerksschuppen. Und da es für den ja keinen Upgrade gibt an sich, wird der wohl immer so bleiben. Den werden wir allerdings nochmal irgendwo vielleicht ein bisschen woanders hinstellen, dass der nicht mehr denn so mittendrin ist irgendwann. Hier bauen wir einen neuen Getreidespeicher. Sobald der nächste Baumstamm da ist, wird der dann auch gebaut. Und hier ist noch eine Hütte im Bau. Den Getreidespeicher, den rücken wir noch mal ein Stück ein, der muss dann noch mal ein Stück rutschen und dann stellen wir dann direkt daran und dann hier noch eins daneben und dann haben wir erstmal auf jeden Fall eine gute Basis. So, wir haben 3 Forschungspunkte, wir brauchen allerdings 7 für die nächste Forschung und damit könnten wir eine Brücke bauen mit der Pfahlherstellung. Oder wir nehmen die Hülsenfrucht-Domestizierung, die uns dann in Richtung Flachs bringt, nämlich, was ja auch wichtig ist. Schafe und Ziegen haben wir schon. Entschuldigung. Schweine werden allerdings noch ganz praktisch. Wir haben auch begonnen, hier einen fetten Steinkreis zu bauen. Der erste Megalith ist schon da. Es fehlen allerdings noch 5. Wir können ja schon mal den nächsten in Auftrag geben. Ist hier vorne aber irgendwo noch einer, glaube ich. Was läuft denn da schon wieder rum? Dieser. Okay. Oh, du bist verletzt, der Humpel. Guck mal. Oh, der Humpel auch. Aber der ist nicht verletzt. Aber der ist verletzt. So, da hinten ist ein Megalith. Das hier ist auch ein Megalith. Das da auch. Da ist noch einer, da ist noch einer. Hier hinten liegen die ja wunderbar rum. Feuersteine liegen hinten auch wieder so viele, ich weiß gar nicht, sind da welche dazugekommen irgendwie. Ich weiß nicht, ob die nachspawnen irgendwann hier diese kleinen Häufchen. So, wir tun diesen Megalith zum Abbauen klassifizieren. Weil irgendwie weiß ich nicht, ob wir früher auch schon so viele. Guck mal, hier sind überall Feuersteinhaufen. Es kann sein, dass die nachspawnen mit der Zeit. Bin ich mir aber nicht sicher. Kann ich euch keine verlässliche Auskunft geben zu. Wenn ihr allerdings irgendwo in meiner direkten Nähe einer spawnen würde, dann könnte ich euch sagen, dass die definitiv nachspawnen. Was läuft denn hier rum? Ein erwachsener Wolfsweibchen. Da ist noch ein Höhlenbär. Da sind noch mehr Wölfe. Huh? Ja. Die Jungtiere, okay. Die Dürm ist aktuell unsere aktive Feuersteinmine. Irgendwo müssen wir es ja herbekommen. Gut, was können wir aktuell machen? Ja, viel ist eigentlich nicht. Wir lassen einfach mal die Zeit ein bisschen laufen. Der Sommer ist allerdings fast zu Ende. Das heißt, die Ernte steht bald wieder an. Und diesmal haben wir 3 volle Felder, die geerntet werden müssen. Und das wird wieder lustig. Stroh haben wir allerdings noch gut liegen. Oh, die Hütte muss repariert werden langsam. Ist ja kacke. Aber braucht nur ein Stroh und einen Baumstamm. Ja, das lässt sich ja einrichten. Obwohl wir aktuell keine Baumstämme haben. Warum eigentlich nicht? Aber er ist beschäftigt hier. Okay. Gut. Dann können wir das Lagerhaus reparieren anschließend. Wir haben ja uns fehlen Baumstämme aktuell wirklich. Also die großen Stämme, 2 Stück brauchen wir da. Einen zur Lagerhausreparatur. Aber wir haben noch gut Lagerplatz. Das ist schon mal sehr schön. So, wir haben Herbst erreicht und somit sieht das ein bisschen rötlicher geworden, oranger das Bild. Vor allem die ganzen Bäume haben jetzt
Laub dran. Ja, an sich, ich kann gerade nicht viel machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie viele Tiere haben wir eigentlich? 8. Okay, und 10. Also wir haben 8 Tiere, die Unterschlupf brauchen und Platz für 10 Unterschlupf. Das ist gut. Das ist ein Männchen, das ist ein Weibchen. Wenn ich jetzt die dritte Ziege auch noch finde, dann bin ich gut. Das sind 2. Wo ist Ziege Nummer 3? Das ist Männchen, das ist Weibchen. Ich will wissen, ob das dritte ein Weibchen oder ein Männchen ist. Wir haben wieder Wissenspunkte bekommen, 2 Stück. Einmal für 110 Wolloutfits und für 100 Holzstämme. Die Belastung ist wieder mal zu hoch. Kennen wir ja schon das Spielchen mit der zu hohen Belastung. Wo ist Ziege? Das ist Schaf. Männchen, Weibchen, wir sollen 3 Ziegen haben. Aber wo ist Nummer 3? Wo läuft Nummer 3 rum? Schön, dass die hier einfach frei irgendwo rumlaufen. Da. Ja, ein junges Weibchen. Sehr schön. Sehr schön. Ressource verfallen, Früchte. Ja, okay. Haben wir jetzt ein Update zwischendurch und zwar haben wir die Möglichkeit, hier unten zu filtern. Könnte es in den Lagerhütten nämlich sagen, er sollte mal für kein Essen oder Trinken hier einlagern oder keine Werkzeuge oder keine Materialien, also Baumaterialien oder keine Kleidung. Ansonsten gab es ein paar Bugfixes, klassisch, klar. Die Verfallszeit für Fleisch und Fisch ist langsamer, 50% langsamer als vorher. Und ja, ansonsten so ein bisschen Kleinkram. Durch ein paar Bugfixes halt. Ne? Gut, ja, wir lassen mal die Zeit laufen und haben ja aktuell sonst eh nicht viel mehr zu tun. Können wir nur warten. Abgesehen von dem fetten Sturm, den wir hier gerade laufen haben. Ja, die Belastung ist gerade wieder hoch, weil es muss gerade viel geerntet werden. Der Emmer ist noch gar nicht priorisiert, kann das sein? Ach, keine Ahnung. Die machen das schon. Gucken, ob sie es schaffen alles. Der nächste Kornspeicher wird gebaut. Werden wir wahrscheinlich auch brauchen bei der Ernte jetzt wieder den dritten. Ich bin ja schon mal einen vierten platzieren. Ach, wir machen einfach so und lassen wir die Fläche in der Mitte einfach so wie sie ist. So, Gebäude errichtet 4 Getreidespeicher, Wissen plus 1. Für Stroh haben wir noch mal einen bekommen, so teilweise haben wir wieder 7. Schlitten ist nicht mehr nutzbar, das heißt wir brauchen einen neuen Schlitten. Für 10 Wolle gibt es wieder Wissen. Wir werden mal einen Schlitten in Auftrag geben. Ein Händler ist angekommen. Da stoppen wir mal die Zeit. So, den gucken wir uns mal an, was der schöne Suiten hat, der Händler. Oder auch die Händlerin. So, der würde uns die Fähigkeit für Hülsenfrüchte geben. Für 260 insgesamt. 260. Kriegen wir das hin? 5. Oh, Hautoutfits sind 10. Aber ich kann jetzt nicht die Kleidung weggeben, das geht nicht. Feuersteinmesser, ein paar Bögen, eine Axt, 2 Feuersteinhacken, 5 Speere, ein paar Harpunen. Ja, das kriegen wir hin. Getreide, weil wir ernten ja gerade, können wir auch ein bisschen Getreide abgeben. Ach, reicht schon. Gut. Noch irgendwas, was wir gebrauchen können? 4 Ziegen. Nee, die kann ich nicht unterbringen im Winter aktuell. Das nützt mir nichts. Gut, Dankeschön. Nehmen wir. Danke für die Hülsenfruchtdomestizierung, die wir jetzt dadurch bekommen haben. Hier muss der Ziege übrigens gemolken werden, so.
ich das hier einkorn? Emma, gar nicht mehr gesammelt, sieht er schon. Sonst benutze ich viel Getreide. Ja, das Haus ist auch fertig, das heißt, wir haben Platz für 36 Personen, also um 9 würde noch reinpassen. Und da soll ein neuer Schlitten gebaut werden. Allerdings, doch, Leder haben wir sogar da dafür. Ihr seht, erstmal wird alles nur geerntet. Wo geht der hin? In Bewegung. Achso, ist der Händler. Erstmal nur alles abgeerntet, dann liegt das hier rum, halt das Stroh und Getreide. Muss dann halt alles noch runtergesammelt werden, aber erstmal geht es nur ums Abernten. Es regnet auch noch. Da die heute trocknen, währenddessen es regnet. Gute Frage, nächste Frage. Lass mal die Zeit laufen wieder ein bisschen. So, ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten, und zwar mal 3, also 3 Menschen. Somit sind wir jetzt zu 30 Personen wieder unterwegs und haben somit auch gleich wieder eine bessere Belastungsstatistik, weil wir ja jetzt ein paar mehr Leute haben, die das hier alles, die anstehenden Aufgaben auch bewältigen. So, die Schafe trinken gerade fleißig. Genau, macht das mal schön vor dem Winter, dann braucht ihr euch weniger Fütter. So, hier können wir Tierlimits einstellen. Alles, was dann übers Limit geht, werden die Tiere geschlachtet. Das sind ja unsere Tierlimits. Wenn ich jetzt mal sagen würde, 5 Schafe, okay, sobald das 6. Schaf kommt, würde das aber das älteste geschlachtet werden. Wir bräuchten einen zweiten Stall, da könnten wir 10 Ziegen und 10 Schafe machen als Limit. Wird unsere nächste Aufgabe sein, einen weiteren Stall zu bauen. Lustigerweise läuft das unter Kategorie Wohnhaus, der Stall. So, ein weiterer Stall ist ein Auftrag. Okay, Stroh füllt sich wieder gut, die Lager her. Haben wir jetzt wieder Unmengen, ihr seht, welche 97 Getreide, 20 Mehl. Wir haben noch wahnsinnig viele Brote, Milch, Wasser. Also unsere, denke ich mal, unsere Ressourcenstatistik sieht recht gut aus, abgesehen von den Häuten, aber da brauchen wir ja nicht mehr so viele in der Zwischenzeit. Von daher, Wolloutfits arbeiten wir auch dran. Das heißt, wir können dann im Winter auch besser über die Runden kommen mit dem Wolloutfit, weil das ja recht warm ist. Ansonsten lassen wir die Zeit mal kurz laufen wieder. So ein bisschen. Und mal gucken, ob wir noch ein weiteres Lagerhaus benötigen demnächst, aber ich glaube aktuell eher nicht. So, achso, wir haben ja Punkte bekommen. Ich würde gerne die Flachsdomestizierung machen, dann können wir nämlich auch Leinen machen. Geht da Fruchtbaum domestizieren und wirklich für Flachs. Und mit Flachs können wir halt dann Leinen machen. Dann kann man auch Leinenstoffe machen und können dann auch die Leinenoutfits für den Sommer machen. Und dann sind wir gar nicht mehr aufs Leder zwecks Kleidung angewiesen. Habe ich ja hier auch schon. Habe ich noch nicht. Wolloutfits laufen ja. Leinen kann er nicht. Dann machen wir jetzt aber hier die Hautoutfits für den Winter. Die machen wir weg. Die deaktivieren wir jetzt. Und ja. So, aber wir lernen dann mal eben Flachsdomestizierung und haben wir somit auch freigeschaltet. Und somit haben wir wieder 2 Punkte bekommen für den Meilenstein Neopharma Wissen plus 2. Kann man gleich mal aktivieren, hier sind sie da. Yeah. Der Neopharma. Geil. So, haben wir erreicht. Ein neuer Mensch wurde geboren, sehr schön. Und wir haben jetzt eine Errungenschaft freigeschaltet, auch abgehärteter Überlebender. Eine Steam-Errungenschaft gerade freigeschaltet, oder ist ein Bär? Bist du friedlich? Oder willst du gekillt werden? Mag nicht, wenn ein Bär durch meine Siedlung läuft.
Ein neues Tier wurde geboren. Die Meldung ist aber auch neu, war Ziegen mal 2. Haben wir jetzt unser Limit überschritten? Nein, 10. Oh. Der Bär da macht mir ein bisschen Sorge. Der hier ganz alleine rumläuft. Geh mal weg. Verkusch dich. So, ist brav. So, unsere ganzen Hunde hier unten. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 Hunde. So, die Tiere werden wir langsam im Stall langsam alle einfinden, weil es geht ja jetzt in Richtung Winter. Ja, der nächste Fortschritt ist ja nur noch die Schweine und die Brücken fehlen uns noch. Naja, gut. Aber wir haben immer ein paar neue Pflanzen, die wir anbauen können. Das machen wir dann auch gleich in der nächsten Folge. Denn diese Folge ist zu Ende und deswegen verabschiede ich mich für heute von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Das haben wir heute Samstag und sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.